Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Türkei-Einsatz der Bundeswehr wird von Problemen überschattet. Der Wehrbeauftragte des Bundestages Königshaus beklagt in einem Bericht an den Verteidigungsausschuss erhebliche Missstände. Kritikpunkte sind die Zusammenarbeit mit der türkischen Seite und Einsatzbedingungen wie mangelnde hygienische Zustände. Im osttürkischen Karamanmarasch sind etwa 300 deutsche Soldaten stationiert, um die Türkei mit Patriot-Flugabwehrraketen vor Angriffen aus dem benachbarten Syrien zu schützen. Die Probleme der Deutschen beim Einsatz an der türkisch-syrischen Grenze müssen massiv sein. Sonst würde der Wehrbeauftragte nicht so nachdrücklich Verbesserungen fordern, wie bei dieser sicherheitspolitischen Tagung heute. Die Toiletten für die Soldaten, die Versorgung mit frischem Wasser, problematisch. Die hygienischen Zustände, insbesondere in dem Verwaltungsgebäude, aber auch an den Stellungen selbst, sind nicht sehr zufriedenstellend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sie sind eigentlich jedenfalls unhaltbar im Verwaltungsgebäude. Der Verteidigungsminister hatte sich erst Ende Februar persönlich ein Bild von der Lage der Soldaten gemacht. Dass die Bedingungen vor Ort offenbar nicht optimal sind, gibt er zu. Die Traditionen sind unterschiedlich. Die Soldaten vor Ort treten energisch und partnerschaftlich für die Verbesserung ihrer Bedingungen ein. Das geschieht auch Schritt für Schritt. Angeblich sollen türkische Generäle Bundeswehrsoldaten sogar schikaniert haben und ihren eigenen Soldaten den Kontakt zu den Deutschen verboten haben. Der SPD-Chef, gerade erst aus der Osttürkei zurück, fordert, die Zustände zu verbessern. Die sind natürlich nicht vertretbar. Das darf eigentlich nicht passieren. Aber wenn so ein Auftrag hoppla hopp kommt und da völlig unterschiedliche Militärkulturen zusammentreten, dann muss man damit rechnen, dass sowas passieren kann. Das Verteidigungsministerium wird sich mit den Beschwerden der Soldaten beschäftigen müssen. Knapp 7 Monate vor der Bundestagswahl setzt die SPD auf Bürgernähe. Sie will Vorschläge aus der Bevölkerung in ihr Programm aufnehmen. Bei einem Bürgerkonvent in Berlin berieten heute Spitzenpolitiker mit 300 Teilnehmern über Themen wie Soziales, Gesundheit und Steuern. SPD-Chef Gabriel sagte, der Ruf der Politik sei schwierig geworden. Sozialdemokraten müssten Politik von unten machen. Das kommt dabei raus, wenn 40.000 Bürger an einem Wahlprogramm schreiben. So viele Leute wollten ihre Ideen ins SPD-Konzept für die Bundestagswahl bringen. Knapp 300 hatte die Partei ausgelost, um den Ideen den letzten Schliff zu geben. Eine Revolution im Vergleich zum bisherigen Vorgehen. Und dann drücken wir ein Buch und hoffen, dass das alle lesen und gut finden. Das funktioniert in Deutschland nicht mehr. Es gibt begründet, leider manchmal auch unbegründet, den Verdacht, dass sich Politik sehr entfernt hat vom Alltagsleben der Menschen. Hier arbeiten die Menschen ganz nah an der Partei, ringen um Themen. Nur knapp die Hälfte sind SPD-Mitglieder, aber alle wollen der Parteispitze sagen, was sie wirklich bewegt. Mir ist besonders das Thema Bildung wichtig und soziale Gerechtigkeit und da vor allen Dingen die Wertschätzung an den Dienstleistungen, die am Menschen erbracht werden. Also Pflege, Kindererziehung. Nach fast 25 Jahren deutscher Einheit hätte ich nicht nur gerne, dass wir im Osten, in Thüringen, viel erhöhte Preise haben. Ich hätte gerne gleiche Löhne, gleiche Renten. Der Kanzlerkandidat hörte sich geduldig an. Am Ende zeigt sich, den Bürgern liegt Soziales am Herzen. Wohnungsbau, Wasserversorgung, Bildung und... Nicht zur Überraschung der SPD, aber tatsächlich mit einem weiten Abstand vorne steht die Einführung eines gesetzlich geregelten Mindestlohnes. Was sich deutlich unterscheidet von dem Angebot konkurrierender Parteien. 11 Bürgerthemen sollen jetzt ins fast fertige Wahlprogramm eingearbeitet werden. Endgültig entscheiden dann aber nicht die Bürger, sondern im April ein Parteitag. Die FDP steht der Abschaffung von Studiengebühren in Bayern nicht länger im Weg. Auf ihrem Landesparteitag beschlossen die Freien Demokraten mit überraschend deutlicher Mehrheit einen Kompromiss. Die FDP-Führung um die Landesvorsitzende Leuthäuser-Schnarrenberger hatte ihn mit dem Koalitionspartner CSU ausgehandelt. Der Kompromiss sieht im Gegenzug einen vollständigen Ausgleich für die Hochschulen und eine stärkere Förderung frühkindlicher Bildung vor. Ein Bruch der schwarz-gelben Koalition in Bayern ist damit wenige Monate vor der Landtagswahl abgewendet.
Vom jüngsten Skandal um schimmelpilzbelastetes Futtermittel sind möglicherweise weit mehr Betriebe betroffen als zunächst angenommen. Laut niedersächsischem Landwirtschaftsministerium könnten es 6.500 sein, doppelt so viele wie zunächst angenommen. Derzeit werden hunderte Proben Rohmilch auf gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe untersucht. Die Ergebnisse sollen Anfang der Woche vorliegen. Laut Bundesamt für Risikobewertung besteht für Verbraucher nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gefahr. Im US-Steuerstreit hat Präsident Obama die gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltskürzungen in Kraft gesetzt. Bis Ende September müssen 85 Milliarden Dollar gestrichen werden. Dazu werden Zehntausende öffentlich Bedienstete in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt. Die pauschalen Kürzungen sind notwendig, weil sich die Parteien im Kongress nicht auf andere Sparmaßnahmen geeinigt haben. Obamas Demokraten fordern Steuererhöhungen, die Republikaner wollen Ausgabenkürzungen. Der Himmel ist nicht eingestürzt über Washington, aber Barack Obama dürfte mit Kopfschmerzen aufgewacht sein, am Tag nach den gescheiterten Verhandlungen im Budgetstreit. Gestern Abend hatte der Präsident das Spardiktat unterzeichnet, zähneknirschend, denn er hält die massiven Etatkürzungen für falsch, erklärt Obama heute in seiner wöchentlichen Internetbotschaft. Diese Kürzungen sind unklug, sie schaden der Wirtschaft und kosten Jobs. Experten schätzen, bis zu 750.000 Stellen könnten verloren gehen, das Wachstum um 0,5% schrumpfen. Mit solch deutlichen Worten erhöht Obama den Druck nach dem verlorenen Politpoker um den Haushalt. Er hofft, dass die Republikaner im Kongress ihre Blockade aufgeben. Aber viele Experten halten dies für unwahrscheinlich. Die Polarisierung zwischen den Republikanern und den Demokraten hat heute ein Ausmaß erreicht, das kein lebender Amerikaner je zuvor gesehen hat. Und jetzt taumeln wir von einer Krise in die nächste. Es ist kein Ende absehbar. Immerhin, die Aktienkurse an der Wall Street blieben gestern stabil. Die Börsen haben sich an den Dauerstreit in Washington gewöhnt. Die US-Politik kennt nur noch das Drama, so scheint es. Demokraten und Republikaner streiten erbittert über Steuern und Schulden, haben seit 4 Jahren keinen ordentlichen Haushalt mehr zustande gebracht. Schon Ende März droht die Zahlungsunfähigkeit der Regierung. Präsident Obama wirkt hilflos in diesen Tagen. Die politische Lähmung in Washington geht weiter. US-Außenminister Kerry ist zu seinem Antrittsbesuch in Ägypten eingetroffen. Er sprach unter anderem mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga Arabi. Morgen wird er von Staatspräsident Morsi empfangen. Dessen Gegner protestierten gegen den Besuch und warfen den USA vor, Morsis Muslimbruderschaft zu stärken. Kerry forderte beide Seiten auf, ihren Streit beizulegen und Reformen im Land voranzutreiben. John Kerry ist hier offenbar nicht sehr willkommen. Diese Demonstranten kritisieren, Amerika unterstützte erst Mubarak und jetzt die Muslimbrüder, Proteste vor dem Außenministerium in Kairo. Deutlich freundlicher ging es beim Gespräch mit der Arabischen Liga zu. Ägyptens Regierung hofft auf Hilfe vom langjährigen Unterstützer USA. Das Land steht wirtschaftlich und politisch am Abgrund. In Port Said setzten heute Protestierende eine Polizeistation in Brand. Mehrere Menschen wurden verletzt. Seit Wochen dauern die Proteste hier und anderswo im Land an. Morsi soll endlich gehen. Wir wollen die Muslimbrüder nicht mehr, ruft dieser Mann. Ägypten politisch gelähmt. Jüngst kündigte Präsident Morsi Wahlen an, aber das wichtigste Oppositionsbündnis will gar nicht erst antreten. Will der Westen wirklich, dass wir zusehen, wie hier in Ägypten ein faschistisches Regime entsteht? Die Opposition wolle Wahlen, aber eben faire Wahlen. Weitere Finanzhilfen wären willkommen, aber die Vereinigten Staaten knüpfen sie an Bedingungen. Schon jetzt bekommt Ägypten umgerechnet 1,4 Milliarden Euro US-Hilfe pro Jahr, das meiste für Militär. Sollte die US-Militärhilfe gekürzt werden, dann könnte es langfristig zu einem Wettrüsten mit Israel kommen. Und das ist nun das Letzte, was man sich für die Stabilität dieser Region noch wünschen kann. Morgen will John Kerry Ägyptens Präsident Morsi treffen. Die Proteste werden weitergehen. In Portugal sind heute landesweit Zehntausende Menschen aus Protest gegen die Sparpolitik der Regierung auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen richteten sich auch gegen die internationalen Gläubiger. Das hochverschuldete Portugal hatte 2011 Finanzhilfen in Höhe von 78 Milliarden Euro erhalten. Im Gegenzug verpflichtete sich die Regierung von Ministerpräsident Coelho zu einem strikten Sparprogramm.
Sie singen es wieder, das Lied der portugiesischen Revolution von 1974, Grandola Vila Morena. Der Text handelt von Brüderlichkeit und Gleichheit. Eine der Liedzeilen ist das Motto der Demonstration. Es ist das Volk, das hier bestimmt. Damals war das Lied das Signal, die Diktatur zu beenden. Heute, sagen viele Portugiesen, ist es die Diktatur der Märkte und der internationalen Geldgeber, die wir besiegen müssen. Und sie fordern den Rücktritt ihrer eigenen Regierung. Diese Regierung respektiert das eigene Volk nicht. Sie regiert einfach schlecht. Deswegen müssen wir auf die Straße gehen, damit sie uns sehen und hören und begreifen, dass wir nicht einverstanden sind. Zehntausende sind es, die durch Lissabon ziehen. Aufgerufen hat die Bewegung zum Teufel mit der Troika. Deren Inspekteure sind gerade im Land. Sie erfahren wenig Positives. Trotz der Sparpolitik wird die Wirtschaft auch in diesem Jahr kräftig schrumpfen. Die Arbeitslosenquote liegt inzwischen bei fast 18%. Die Armut im Land wächst. Sozialabbau und Steuererhöhungen belasten die Menschen immer mehr. Die wollen mir meine Arbeit rauben. Ich arbeite seit 30 Jahren bei der Wasserversorgung. Die soll jetzt privatisiert werden. Dann ist meine Arbeit weg. Das Signal der Demonstranten ist klar. Wir werden diese Politik nicht weiter dulden. Der nächste landesweite Protest ist bereits angekündigt. Die weiteren Ergebnisse. Hamburg, Greuther Fürth 1:1, Bremen, Augsburg 0:1, Nürnberg, Freiburg 1:1. In der Partie Leverkusen gegen Stuttgart steht es kurz vor Schluss 1:1. Bereits gestern gewann Mönchengladbach in Frankfurt mit 1:0. Morgen spielt noch Hoffenheim gegen München und Düsseldorf empfängt Mainz. Hinter Tabellenführer Bayern München festigt Dortmund Platz 2, dahinter Leverkusen, Frankfurt und Freiburg. Schalke macht 3 Ränge gut, kann aber morgen von Mainz noch verdrängt werden. Hannover führt die untere Hälfte an, Bremen rutscht auf Platz 13. Zwischen Wolfsburg und der Abstiegszone liegen nur noch 6 Punkte. Am Tabellenende weiter Greuther Fürth. Die deutschen Skispringer und der Jubel über die WM-Silbermedaille beim Teamspringen in Val di Fiemme. Schlussspringer Richard Freitag zeigte wie seine Kollegen Andreas Wank, Severin Freund und Michael Neumeier 2 gute Sprünge. Und damit lag das DSV-Team auf Medaillenkurs. Zuerst war es Bronze hinter den Norwegern. Doch da hatte die Jury einen Fehler gemacht, sich in der Punkteverteilung geirrt. Am Ende war es Silber für das deutsche Team vor Polen. Erfolgreicher Titelverteidiger Österreich. Neuer Teamsprint-Weltmeister der nordischen Kombinierer, das französische Duo vor den Österreichern. Ein Sturz in der Loipe warf das deutsche Team zurück, aber Erik Frenzel und Tino Edelmann sprinteten noch zu Bronze. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 3. März. Ein schwacher Tiefausläufer überquert heute Nacht die Nordhälfte Deutschlands. Die dazugehörigen Wolken bekommen morgen aber immer mehr Lücken und in der neuen Woche wird es unter Hochdruckeinfluss verbreitet sonnig. Von Norden verlagern sich heute Nacht Wolken mit etwas Regen in die Mitte. Dort fällt auch ein wenig Schnee oder gefrierender Regen. Im Süden teils klar, teils neblig trüb. Morgen reicht das Wolkenband von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Sachsen, bekommt später aber Lücken. Nördlich davon wird es verbreitet sonnig, im Süden teils Sonne, teils zähe Hochnebelfelder. An der Ostsee heute Nacht zum Teil stürmische Böen, morgen weht der Wind meist schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Im Osten bei klarem Himmel über Schnee heute Nacht bis minus 10, im Emsland bis plus 2 Grad. Morgen 1 Grad im Dauernebel bis 9 Grad am Oberrhein bei Sonnenschein. Montag und Dienstag scheint nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne und es wird noch milder. Auch am Mittwoch zunächst überwiegend freundlich, später ziehen dann Wolken in die Südwesthälfte, aber es bleibt meist trocken. Um 21.50 Uhr begrüßt sie Ingo Zamparoni mit diesen Tagesthemen: atmosphärische Spannungen, warum deutsche Soldaten in der Türkei umstritten sind, sowie zerrissenes Land, Kenia wählt einen neuen Präsidenten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.